Hallo Leute und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Juhu, endlich geht's wieder weiter mit 599 Sternteilen. Yeah. Und Moment, hier ist ein Toddy mit einem Brief. Den muss ich mal eben ansprechen. Und mir noch ein paar One-Ups mitholen, oder? Ja, genau. Also diese Toads, die so einen Brief dabei haben, die geben einem immer 5 One-Ups, falls ich das... Ich weiß nicht, ob ich das im LP schon mal irgendwie gezeigt hatte, beziehungsweise ob ich im LP schon mal zu so einem Typen hin bin. Offstream bin ich auf jeden Fall schon mal zu einem hin, in diesem LP. Also, aber eben nicht in dem LP, weil eben offscreen, ne? Genau. Geht schon wieder gut los. Ich bin ein bisschen, ja, ein bisschen, wie könnte man das nennen? Ein bisschen komisch drauf heute wieder. Ja, aber das bin ich ja immer. Demnach sollte ihr davon nicht allzu gestört sein. Ihr seid sowieso alle gestört. Und, ja... Ich habe gerade schon 2 Parts CTWW aufgenommen. Schleich dich in die Riesenfestung. Okay. Ich werde es versuchen. Ach, wir sind ja immer noch hier. Okay. Ja, ja. Was war das hier nochmal für eine Mission? Ah, ich glaube, ich weiß, welche das ist. Ich glaube, das ist eine mit einem Endboss. Wenn man das so nennen kann. Oder einer Endmaschine, glaube ich eher. Wenn das das hier ist, ich weiß es nicht mehr so genau. Okay. Wir holen uns einfach mal die Sternteile, weil wir... gerade lustig und fröhlich sind und weil das Ding hier sowieso ein bisschen im Weg ist, wenn wir dann da hinten was machen wollen. Ich weiß nicht, warum hat es denn da drüben so ein Ding? Verstehe ich nicht so ganz. Verstehe ich echt nicht so ganz. Nee. Hui! Ach ja, mit Bomben spielen, das mache ich auch immer gerne, Mario. Da sind wir uns sehr ähnlich. Ja, ich habe gerade 2 CDWW-Parts aufgenommen und davor schon einen normalen WW-Part. Moment mal, was waren denn... Was war denn da... Oh! Dafür gab es da Sternteile. Ja, das wäre jetzt natürlich bitter. Wie viele willst du denn? Sternteile, ja, ja. 30! Was? Nein! Ah, okay, hier hat es noch einen Stern. Gut, dann hat man hier noch eine Chance dazu. Ich habe schon gedacht... Man müsste da vorne 30 Stück sammeln. Das wäre mir ein bisschen viel vorgekommen. Aber ich denke, so mit den Dingern hier kann man das doch ganz gut schaffen. Wow. Ja, die liegt ja mal wohl hier perfekt. Perfekt nebendran, beziehungsweise sogar fast obendrauf. So, bitte jetzt hier ein paar abräumen und auch die Sternteile davon einsammeln. 28, ja gut. Damit habe ich es ja schon fast. Aber auch nur fast. So, dann gönnen wir uns noch ein paar Bonus-Dinger. Ich meine... Was spricht schon gegen Sternteile? Gar nichts. Demnach hauen wir dann ein bisschen rein. So, das reicht jetzt aber auch. Das war's. Mein Bauch ist so voll. Dann wollen wir mal loslegen. Versand. Digga. Aber nachher kann ich noch ein paar vertragen. Ich glaube, das ist das erste Mal mit der Mülldeponie, aber sicher bin ich mir da nicht. Und warum ist gerade meine Stimme so ein bisschen weg? Ich kann es euch nicht sagen. Wow, der Stern hier sieht mal wieder so super special sondermäßig. Ja, es ist mit der Mülldeponie, aber hier ist es noch die einfachere Version. Es gibt auch noch eine schwierigere, gegen die wir dann später antreten müssen. Das war ein doofer Ausdruck, ich weiß. Das ist eine Sackgasse, du bist in der Mülldeponie, aber... Ja, ja, jemand hat hier... nicht brennbaren Müll hingeworfen. Hey, nee, das geht ja gar nicht klar. Wenn ich dir die Mittel gebe, machst du dann hier sauber. Ja, okay. Aber ich weiß nicht, ob man mit Bomben so gut Müll aufräumen kann. Also das ist ein bisschen fraglich. Nun gut, wenn du meinst, dann versuche ich es eben mal. So, ich denke, es ist am besten, das Ding dahin zu werfen, wo diese... Ja, das war natürlich schon mal extrem Premium. Das kann schon nichts mehr werden, glaube ich. Okay, ich habe sogar alle erwischt, tatsächlich. Der Wahnsinn. Aber das wird trotzdem nichts mehr. Nein. Ich habe das so langsam nur hinbekommen. Das kann einfach nichts mehr werden, oder? Wie lange brauchen die Dinger denn zum Explodieren? Komm schon! Nein! Ah, die brauchen nämlich immer so ewig zum Explodieren. Das ist ein bisschen blöd. Ja, gut. Ich versuch's nochmal. Was bleibt mir anderes übrig? Ja, es ist ein bisschen doof, weil die Bomben, die brauchen irgendwie... Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall über 5 Sekunden haben sie jetzt gebraucht, die Bomben. 7 Sekunden, 8 Sekunden, so um den Dreh. Ja, das war nicht so gut geworfen.
Da werde ich wahrscheinlich dann noch einen gebrauchen. Dann mache ich den direkt mal dahin. Boah, nein. Okay, das kann auch schon nichts mehr werden. Okay. Verschissen. So. Jetzt kann ich ja mal noch gucken, wie lange die brauchen. Ja, schon extrem long. Gut. Ich habe so das Gefühl, ich habe das Ganze nicht so drauf. Ich habe mich hier tatsächlich beim ersten Mal, wo ich das so ein bisschen gespielt hatte, ein bisschen besser angestellt. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Und kann sein, dass ich gerade irgendwie ein paar Sekunden lang nicht geredet habe. Ich glaube schon, weil ich konzentriert war. Kann mal vorkommen, kann mal vorkommen. Ja, auch ein Patrick redet manchmal nicht. Sogar relativ häufig rede ich nicht so viel. Aber gut. Das ist wieder eine andere Geschichte. So, Pam. Pam, die liegt auch gut. Also jetzt sieht es nicht schlecht aus bisher. Ah, die liegt jetzt nicht ganz so Premium. Das sag ich gerade irgendwie viel so horrific. Nein, 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 nein! Geh doch hoch! Was?! Die ging ja auch nicht mehr hoch. Ich habe gedacht, die eine von den drei geht auf jeden Fall noch hoch, aber... Ey, die brauchen ja echt 10 Sekunden. Das ist ja... Das ist ja paranormal. Vielleicht sollte ich mal irgendwie anders anfangen, aber ich weiß, ich wüsste nicht wie. Ich bin eben so links gerichtet, dass ich hier anfangen muss. So. So. Das sieht doch jetzt echt richtig gut aus. Das sieht... Also die sind perfekt gelegt bisher. Ja, die war jetzt richtig, richtig, richtig nicht gut. Die auch nicht. Komm schon, geh hoch! Ja! Weil, das habe ich gehofft, weil die anderen Bomben, die direkt nebendran liegen, die werden dann noch mit aufgeräumt von dem anderen. Also von der einen Bombe, die explodiert ist. Ist ja einigermaßen logisch, denke ich. Und demnach hat mein Masterplan doch noch funktioniert. Nach 5 Versuchen, 4 Versuchen, 3 Versuchen. So ungefähr. Auf jeden Fall nach 7 Minuten. Was? Schon so lange? Moment. Nein! Jetzt habe ich... Och nein! Jetzt hat sich das Ganze hier mit meinem Headset-Kabel verfangen. Der Nunchuck und die Wiimote und ach, alles einfach. Was? Wie? Hä? Moment. Warum ging das jetzt um meinen Arm rum? Egal. Egal. Gut, jetzt müssen wir hier trotzdem noch 2 Sterne machen, weil ich habe ja gerade den geheimen Stern gelöst. Ja, geheim ist natürlich relativ immer da, wo ein Gourmet-Luma ist, gibt es dann meistens auch einen Stern, außer der... will dir irgendwie einen Power-Up andrehen für voll den übertriebenen Preis. Aber gut, das werde ich bestimmt auch nochmal gebrauchen. Sogar ziemlich sicher. Ich kenne da noch so eine Stelle, wo ich auf jeden Fall was bei so einem Typen kaufen werde. So, jetzt werde ich hier aber einfach ein bisschen weitergehen, direkt. Und nicht auf die Sternteile Rücksicht nehmen. Ich bin so ein Unmensch. Mario ist so ein Unmensch. Ich bin's ja nicht. Ich bin's nicht. Nee, nee, nee. Ich steuere den gar nicht. Der macht das hier alles automatisch. Alles automatisch. Da ist ein Stern, oder? Ja, da ist ein Stern. Okay, dann muss ich da wohl irgendwie hin. Wahrscheinlich wird uns der Typ hier helfen, falls wir ihm helfen. Aber wie helfe ich dem denn? Was gab's denn hier nochmal? Ach so, da gab's doch eine Bombe zu holen. Wie komme ich denn auf bestem Wege dahin? Ich würde sagen, so. Ja, so. Auf jeden Fall. Ah, cool, die kann man auch mit den Bomben fertig machen. Das wusste ich gar nicht. Ja, jetzt habe ich euch natürlich wieder die Pro-Tipps hier gegeben. Das war kein Fail, war kein Fail. Nein, wie kommt ihr denn darauf? Hilfe! Ach, das sind, danke, das hier ist für dich, Mann. Verwandlung. Das hat Groove, man. Ich mache das immer so ein bisschen, ja. Ich will nicht so rumschreien, aber ich bin einfach immer verleitet so in der... Ich werde aber dazu verleitet. Mensch, Wollo, du hast da was auf die Beine gestellt. Das ist echt nicht okay. Das muss ich mir immer unterdrücken. So, den Kraftpilz hätte ich tatsächlich ganz gerne. Aber ich würde ganz gerne nicht in die Bombe reinfliegen. Ja! Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh, lalala. Das war uncool, das war uncool, das war uncool. Aber das war... Die Bombe, oder nee, Weltraummine heißen die, wurden die Dinger, glaube ich, getauft, die am meisten gestört hat. Und die hat auch ein bisschen gestört. Gut, jetzt sollte ich da eigentlich durchkommen. Einfach ein bisschen aufräumen, dann funktioniert das schon viel besser.
Geht doch! Woo! Und ich habe den Kraftpilz noch, das war mein einziges Ziel. Ah, jetzt Sternteile, 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 Sternteile. Okay, ich habe noch voll weniger davon bekommen. Was musste man hier dann nochmal machen? Ich glaube, in die Röhre rein. Das ist schon mal sehr anspruchsvoll. Oh mein Gott, ist da... Da ist ein Luma drin gefangen, oder? Das sieht aber böse aus. Moment, das hier ist doch so ein Ding, wo man eine Münze rausbekommt. Perfekt. Und da brauchen wir eine Bombe für. Wie kann ich dich denn holen? Bombe? Hallo? Ja, dann hole ich mir erstmal hier noch das andere. Oh, natürlich. Was hatten die für einen Explosionsradius? Das ist ja auch unnormal. Ach, ich muss da schütteln. Okay, hätte man mir auch mal sagen können. Also, ist ja nicht so, als hätte ich da drauf kommen können. Nee, Nee, das war schon ein schwieriges Rätsel. Schwieriger als jede Zelda auf jeden Fall. Gut, ich denke mal, ich muss das Ding hier treffen. Und ich habe es getroffen. Mann, ich hab's drauf. Nein. Vielleicht, wenn ich ganz schnell schüttel. Nein, hat nicht funktioniert. Ich wollte noch eben mit dem Dingens da mit... Achso, man muss gar nicht erst auf die drauf springen. Okay, gut. Ich habe gedacht, ich könnte vielleicht noch aus der Animation heraus dann da reinspringen. Ja, das war natürlich gut. Wenn man vom Reinspringen spricht, dann springt man in eine Explosion. Das ist immer so. Schütteln! So. Wow, fette Explosion hinter uns. Das sah natürlich mega episch aus. Und wir landen auf einer Rakete. Landen wir auf der Rakete? Das sieht ganz danach aus. Ich gehe mal davon aus, wir müssen da irgendwie eine Bombe mitnehmen, wenn die hier schon so angeboten werden. Demnach mache ich das einfach mal direkt, dass ich das später dann nicht machen muss. So, One-Up will ich nicht unbedingt, aber das hier, die Kanone, würde ich ganz gerne freilegen. Und das sieht gut aus. Oh nee, hier muss man den Stern noch treffen. Das sieht ja gar nicht mal so schön aus. Hui! Es hat funktioniert. Mich wundert es immer, wie der so abrupt abstocken kann, wenn er dann den Stern hat. Ich meine, der müsste dann noch ewig weit weiter segeln bei dem, bei der Abschussgeschwindigkeit von der jetzt wollte ich sagen von der Rakete. Ich meine natürlich von der Kanone. Meine Güte. Die 25 machen wir noch voll. Dann haben wir ein Viertel der 100 und 120 gibt es, glaube ich, ja insgesamt. Ja, müsste so gewesen sein. Ich weiß nicht, wenn man das irgendwie dann... Oder gab es 121? So ein Special Sonder Super Blading. Kann. Das war wieder eine tolle Beschreibung. Es war übrigens doch nicht so. Dunkle Bedrohung müsste das jetzt heißen, oder? Die Bedrohung. Nicht dunkle Bedrohung. Dunkle Bedrohung hieß der erste Star Wars Film, glaube ich. Ja, dann ist das hier jetzt. Ja. Das ist das, was ich eigentlich mit dem gerade verwechselt hatte. Das hier hat nämlich den Endboss. Like Boss. So. Okay, der Anfang ist wieder ein bisschen anders aufgebaut. Jetzt nur noch so drei so Platten. Und nicht mehr wie gerade schon. Moment mal, ich habe eine Idee, wie man das machen könnte. Ja, das geht tatsächlich so. Okay, gut zu wissen, was man trinkt. Und ganz viele Startteile. Hier schon wieder 19 eingesammelt. Der Junge ist einfach viel zu fleißig, was das angeht. Ich weiß nicht, nervt euch das so ein bisschen, dass ich immer so viele Sternteile sammeln will, aber ich meine, man braucht die. Ich habe keine Lust offline, offscreen meine ich natürlich. Offline ist das sowieso hier alles. Offline das Ganze dann hier zu holen. Habe ich keine Lust? Nee, habe ich keine Lust. Okay, das hier ist jetzt auch eher so eine ein bisschen unnötige Passage, weil wer fliegt denn hier bitte schon in eine Mine rein? Das wäre schon ein bisschen arg fady-bady, aber ungefähr so wie ich könnte man das dann noch hin... bekommen, da irgendwie zu failen. So, Sternteil abgegriffen und da habe ich schon... Das habe ich gesehen. Ja, das habe ich gesehen. Da ist ein Kraftpilz, ein 6-Leben-Schwurm, ein... Ich weiß nicht, irgendwer hatte immer Stern dazu gesagt. Ich glaube, das war Volo in seinem Super Mario Galaxy 2 LP. Und das habe ich... Oder war es Nixon? Es war Nixon. Nixon war es. Oder war es Nixon? Ich weiß nicht. Enti, falls du hier zuschaust, eben noch, gerade so. Dann kannst du das mal schreiben, ob das vielleicht Nixon war. Kann ich mir auch gut vorstellen bei ihm. Aber ich will hier ja niemand falschen was unterstellen. Vielen Dank! Zur Belohnung zeige ich dir eine Abkürzung. Verwandelung! Hui! Aus dem wird aber ein großer Stern. Ich hätte gedacht, da wird so ein kleiner, der einem gerade so ein paar Meter weiterleitet. Aber nein. Der ist ja ziemlich drauf, der Junge. Ja.
Nicht so wie dieser böse Maulwurf hier, der mich mal wieder aufhalten wollte. Der hat's nicht so drauf, nee. Der ging nämlich ganz schnell down. Okay, hier haben wir so ein kleines Gravity-Spielchen. Gravity-Spielchen. Ist auch ein guter Ausdruck. Ich meine natürlich hier eine Schwerkraft-Spielchen. Moment mal. Wir müssen nach da oben, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber... da kommt man doch auch... ja, da... nein! Böser Gomba! Aber da kommt man auch so hoch. Ich habe es ja gerade schon hinbekommen. Ja. Und... oh, oh, oh. Wer hat die fetten Shortcut-Shreds? Es ist der Wahnsinn, ey. Das hättet ihr nicht von mir erwartet. Ich hätte es auch selbst nicht von mir erwartet, dass ich das jetzt tatsächlich auch hinbekomme. Ich glaube, bei den roten Stellen kann man dann auch getötet werden. Aber das sind auch die einzigen. Und hui, Trampolin! Nein, ich will schon nach da unten befördert werden. Weil da geht es meines Wissens nach weiter. Das ist auch eine recht, ja, vielfältige Mission, muss man hier sagen, weil es hat viele verschiedene Bereiche. Nein, oh, nicht daneben landen. Nicht daneben landen, das wäre gar nicht mal so cool. Wow, okay. Also, das hier ist echt eine sehr aufwendige Geschichte, würde ich sagen. Wow, okay. So, hier müssen wir dann noch zwei so Dinger fertig machen. Ey, das hier, das sieht voll so aus wie bei... ich komme schon wieder auf Star Wars zu sprechen, aber das sieht voll aus wie diese eine Stelle in der... welche Episode waren das? Zweiten, glaube ich. Am Anfang, wo die so ein bisschen rumgeflogen sind und diesen einen Typ verfolgt haben in seinem Raumschiff. Das sah genauso aus. Genauso. Zumindest in Lego Star Wars sah das so aus. Ja. Und jetzt sind wir, glaube ich, schon auf dem finalen... ja, doch. Doch. Hier ist dann der Bosskampf. Und da gäbe es noch einen Luma, da könnten wir uns entweder einen One-Up, falls wir da Bock drauf hätten, oder ein... na, wie heißt's? 6 Lebenpilz. Ach, nee, jetzt hat's ja geklingelt. So, da bin ich auch schon wieder. Ich hoffe, ich vergesse das nicht rauszuschneiden oder so. Aber selbst wenn ich es vergessen sollte, dann ist das auch nicht so schlimm, weil das ist... waren ja nur irgendwie 10 Sekunden oder so. Nein! Ihr kleinen Scheißviechers. Ja gut, also ihr seht... ey, wie stelle ich mich denn hier gerade an? Das ist so der einfachste Gegner im gesamten Spiel. Und ich verkacke hier gerade. Ja, also ihr seht das Prinzip von dem... Viech. Kann ich die nicht irgendwie fertig machen? Doch, kann ich. Dann mache ich die jetzt erstmal fertig, weil die regen mich gerade übelst auf. Ja, dieses große Ding. Man muss da einfach drauf springen. Ja, einfach ist eigentlich tatsächlich einfach. Und ja, das dann da in dieses Elektro-Dingens rein befördern. Gut, jetzt kommen noch so ein bisschen die größeren Brüder von den Gelben rein. Aber die haben mich jetzt tatsächlich weniger genervt als die anderen. Das gibt's auch noch als einen Kraftpunkt-Challenge. Ich glaube, ich habe gerade noch einen Sternteil aus Versehen verschossen. Egal. Eins ist da auch nicht so das Problem. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, war's das auch schon wieder für diesen Part. Was heißt schon wieder? Der geht schon wieder hier. 19 Minuten, das ist der Wahnsinn. Wie schnell die Zeit vergeht und so. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Mal schauen, ob ein paar Schabernack-Kometen dann aufgetaucht sind. Wer weiß.